Ich möchte aus einer Geschichte aus meinem Buch Magenta, Yella und Despina vorlesen und die Geschichte heißt Eifersucht. Das Buch Magenta, Yella und Despina ist bei Palmer Press in Berlin erschienen. Der gestrige Abend hatte begonnen wie jeder Abend, den Philine mit Viktor verbrachte, bevor es zum Nachtflug ging. Dort stand die leere Champagnerflasche und ihre beiden Gläser waren noch halb gefüllt. Ist er gar nicht zum Flughafen gefahren, schießt es Philine durch den Kopf, war dieses Zucken in seinen Blicken von Begierde verursacht, die einer anderen galt? Hatte er nicht die Tür etwas zu rasch ins Schloss gezogen und sie gar nicht mehr angesehen, weil er in seinen Gedanken schon die andere entkleidete und sie seinen Händen erlag? Als Viktor sie küsste, während Philine sich auf einen Tisch in ihrem Laden stützte, zerschmolz sie vor Begierde und sie vor Lust. Die Zeit stand für sie still. »Sprich nicht von Liebe«, wisperte sie. »Versprichst du mir das?« »Es ist viel mehr als das«, erwiderte er, »und am besten sprechen wir darüber nie.« So begann, was beide nicht Liebe nennen mochten und was doch Liebe war, vor gut einem Jahr, und im Spiel ihrer Lippen und Zungen fiel kein Wort, doch immer aufs Neue gaben sie sich ihrem Begehren und ihrer gegenseitigen Lust hin. Als sie sich die Haare föhnt und zufrieden ihr Spiegelbild betrachtet, entdeckt Philine einen Fleck in ihrer rechten Achselhöhle und versucht, ihn mit einem feuchten Waschlappen zu entfernen. Doch statt zu verschwinden, rötet er sich noch mehr und wird größer. In ihrer linken Achselhöhle kann Philine noch keinen Fleck erkennen, fürchtet aber, dass auch dort bald dergleichen zu sehen ist. »Was ist das für ein Fleck?«, fragt sie sich entsetzt. »Hat Viktor ihn gestern entdeckt oder sogar verursacht?« Plötzlich glaubte Philine einen sauren Geruch von ihrer rechten Achselhöhle herwahrzunehmen und zieht ihre Nase hoch, während sie ihre Arme fest vor ihren Brüsten verschränkt und entsetzt in den Spiegel sieht. War es dieser saure Geruch, den Viktor abgestoßen hat und der ihn zur Eile trieb? War es ihr Schweiß, der ihn flüchten und sich von ihr zurückziehen ließ? Plötzlich fällt Philine etwas weiteres ein, das befremdlich war, doch ihr erst jetzt zu Bewusstsein kommt. Als er von ihr abließ, meinte sie zu spüren, wie ein kurzes, beinahe unmerkliches Schütteln durch seinen Körper ging, von dem sie nun glaubt, dass es durch Ekelgefühle ihr gegenüber durch ihren Schweiß verursacht wurde, sodass Viktor sie deshalb verstieß. »In deinen Haaren bade ich, deine Haut verströmt eine samtige Frische, Fliedergeruch«, so schwärmte Viktor bisweilen, wenn sie sich geliebt hatten. »Ich vergehe in dir«, dann biss er sie in den Oberarm, sie kratzte ihn an den Schultern und schrie, das war noch nicht lange her. Philine wirft sich den Bademantel über und tippt Viktors Mobilnummer in ihr Smartphone, ohne Erfolg. Dann schaltet sie das Radio an, vielleicht war Viktors Maschine ja abgestürzt, doch diese Vermutung erweist sich als falsch. Philine tritt erneut vor den Spiegel, der rote Fleck hat sich nun über die rechte Achselhöhle hinaus ausgedehnt und scheint zu glühen. Schweiß perlt ab und erfüllt, wie sie zu riechen glaubt, den Raum. Sie reißt die Fenster ihres Apartments auf und stopft sich ein flauschiges Handtuch unter den Arm. Nackt wirft sie sich auf das Ledersofa und schreit, »Viktor, wo bist du? Warum verlässt du mich?« Da klingt gleichsam als Antwort in ihr, »Ich vergehe in dir vergehe ich, ja, in dir vergehe ich.« Philine krallt sich in die Kissen, als greife sie in ein Fleisch, ihre Fingernägel brechen ab, das Nagelbett leuchtet weiß. Jetzt wälzt er sich mit der Nächsten im Bett, ihre Stimme erstickt in Tränen und Wut, weil er in mir zu vergehen glaubt, deshalb flieht er von mir. Nachdem er mich ab- und ausgelutscht hat, zieht er sich von mir zurück, schüttelt seine Ekelgefühle ab und hat es plötzlich so eilig, wie das Zucken in seinen Blicken verrät, kann es nicht mehr erwarten, rasch zu verschwinden, schließt wortlos die Tür, um einer anderen, nein, der anderen, seinen Mund in den Schoß zu drücken, der anderen, der er noch Manns genug war, um nicht zu vergehen, um sich nicht zu verlieren, um nicht den sauren Geruch von verwesendem Schweiß in ihren Achseln zu spüren. Viktor, schreit Philine und kriecht auf den Boden wie ein verwundetes Tier, da klingelt das Telefon.